Meine persönliche sieht gar nicht so schlecht aus. Schlecht? Ganz schlecht. Und ich habe jetzt während der Pandemie jede Gelegenheit genutzt, mal ein paar Tage freizunehmen. Ja, erst einmal bin ich froh, dass die Niederschläge häufiger waren wie die letzten beiden Jahre, was für die Natur unwahrscheinlich wichtig war und nach wie vor ist. Wir hatten zwar ein paar schöne Tage, die habe ich ja sehr genossen, aber jetzt muss man sich einfach damit abfinden, dass wir Herbst haben. Aber gut, Wetter ist Wetter und Klima ist Klima. An beiden können wir sowieso nichts ändern. Ich hätte auch lieber Sonne, aber wenn es keine Sonne gibt, kann man nichts ändern. Muss man trotzdem zufrieden sein. Eigentlich, glaube ich, müssen wir froh sein, nach den vielen, vielen Jahren trockener Sommer und der gesunkenen Grundwasserpegel, dass wir jetzt so viel Regen bekommen haben letztendlich. Und ansonsten gibt es ja bloß eine schlechte Kleidung und nicht unbedingt das schlechte Wetter. Man kann draußen schon was machen, ohne dass man jetzt strahlenden Sonnenschein hätte.